Ja, hallo zusammen. Heute mal ein Leadership Live zur Mittagszeit, also ein Lunch Live. Und vielleicht sitzt du jetzt schon, machst deine Mittagspause. Und ja, ich bin total gespannt darauf, weil ich habe heute einen wunderbaren Gast und ein Thema, was, glaube ich, auch für viele interessant ist. Ich glaube, es geht vielen ähnlich wie mir. Wenn du hörst militärische Führung, dann denkst du eben an Command and Control, an Härte und nicht unbedingt an den Menschen, den wir gleich sehen, und auch nicht unbedingt an das, was er eben als Haltung zur Führung bei dem Militär gelernt hat. Ja, um einmal mit dem Thema, wie wird im Militär modern geführt, aufzuräumen und auch, was hat das für Parallelen und was können wir insgesamt im Bereich Führung lernen? Darum geht es jetzt heute und ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich auf euch. Das heißt, gerne Fragen, Kommentare oder eure Erfahrungen zum Thema mit reinschreiben. Aber jetzt geht's los. Hallo Björn, grüße dich. Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja schon eine Zeit lang erstmal so connected und hier und da mal was kommentiert und dann irgendwann war uns klar, wir müssen uns mal kennenlernen, weil wir uns so viel kommentiert haben. Und dann ist dieses spannende Thema entstanden. Bevor wir jetzt aber direkt ins Thema reingehen, für die, die dich eben noch nicht kennen sollten, stell dich doch bitte einmal vor, damit alle wissen, wer ist denn der Björn Kücklich? Ja. Also ja, wie das Thema ja heute schon ist, fange ich am besten einfach tatsächlich ganz vorne an. Ich bin in meine Karriere ins Berufsleben gestartet bei der Bundeswehr, habe da eine sehr ausführliche Ausbildung gemacht als Führungskraft. Darauf wollen wir ja gleich im Weiteren ein bisschen näher eingehen. Ich habe da 10 Jahre lang Führung gelebt und ja, nach 10 Jahren gemerkt, so okay, die Flamme ist nicht mehr so lichterloh. Und ich sage immer, es gibt so eine Handvoll Jobs, die machst du besser nur, wenn du mit vollem Herzen dahinter stehst. Ne? So Bundeswehr, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr. Also alle die Jobs, wo du, wenn du nicht ganz dabei bist, dich selber oder schlimmer noch andere Menschen gefährdest. Und so habe ich also gesagt, naja, bevor das hier schief geht, bevor ich wirklich die Leute, für die ich verantwortlich bin, gefährde, gebe ich es lieber auf, gehe weiter, habe dann Wirtschaftspsychologie studiert, habe danach noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, versucht, in der Wirtschaft Fuß zu fassen und da dann gemerkt, dass eben genau in der Führungskultur einige Dinge tatsächlich da sind und aber auch vor allem nicht da sind, die gelernt werden dürfen, die tatsächlich die Arbeit mit Menschen einfach verbessern und einfach, ja, wo ich gemerkt habe, dass meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in der Führung als Führungskraft, total förderlich sind, halt einfach genau das voranzubringen. Ja, und so ist in mir natürlich dann irgendwann der Gedanke gewachsen, dass es da was gibt, was ich weitergeben kann und wovon Menschen wirklich profitieren können. Und ja, deswegen biete ich jetzt heute eben Führungskräfte-Coaching und Kulturentwicklungsprojekte an für Unternehmen. Total spannend. Ich glaube, dass es nicht ganz so viele Menschen wie dich gibt, die in dieser Vergangenheit da reinkommen. Zumindest kenne ich nicht so viele Leadership Coaches, die eben eine militärische Vergangenheit haben. Mhm. Ja, ich würde sagen, lass uns direkt reinspringen in das Thema. Was ist denn dran an diesem typischen, also glaube ich jedenfalls, meinen Gedanken mit Command Control, Härte, absolute Härte, Drill schon in der Grundausbildung, dass du wirklich absolut auch an körperliche Grenzen kommst und so weiter. Und im Prinzip, ich habe so im Kopf sogar dahinter ein, ich sag mal, die Person brechen, um absolutes Gehorsam zu erzeugen oder so. So wird es ja auch manchmal dann noch in Filmen verdeutlicht. Vielleicht ein total falsches Bild. Und deswegen, wie hast du es erlebt? Also bis auf den letzten Punkt stimme ich tatsächlich zu. Ne? Also klar, es gibt ganz viel Härte, es gibt ganz viel Disziplin, es gibt ganz viel durch Leid gehen, Schmerz erfahren, Grenzen erfahren. Vor allem, ich komme ja tatsächlich aus der Infanterie, also das, was du dir vorstellst, wenn du an Soldaten denkst, ne, mit Helm,
bunten Gesicht, Gewitterstock und ab in den Wald. Da ist natürlich auch ganz viel der Punkt, dass du auch funktionieren musst als Soldat. Ne? Dass es Situationen gibt, in denen du einfach Dinge abrufen musst. Der Weg dahin ist aber, anders als viele meinen, rein über Befehl und Gehorsam, über Disziplin, über wie du gesagt hast, Menschen brechen. Das ist nämlich überhaupt gar nicht der Fall. Ne? Natürlich, um zu wissen, wie ich mit meinen körperlichen Grenzen umgehe, muss ich die auch irgendwann mal erfahren. Also gehört das natürlich zur Ausbildung auch dazu, Menschen an körperliche Grenzen heranzuführen. Aber letztlich, klar, in der Grundausbildung ist das immer noch mal so ein bisschen besonderes Ding, weil natürlich da Grundfertigkeiten gelernt werden müssen. Das heißt, es gibt natürlich sehr viel Drill, es gibt natürlich sehr viel, einfach Menschen auch an Disziplin ranzuführen, weil, sind wir ehrlich, ganz viele junge Erwachsene haben da vielleicht noch nicht ganz so viel erfahren. Mhm. Und letztlich, wenn wir aber mal weiter gucken, ne, also über die ersten 3 Monate hinaus, wenn Grundfertigkeiten geschaffen sind, wenn Menschen wissen, was sie zu tun haben, wie das Ganze funktioniert, dann geht es darum, Teams zusammenzustellen und zusammenzubringen, sodass sie halt gemeinsam funktionieren können. Und die absolute Basis dessen, ich meine, wenn wir uns überlegen, ich nehme mir 12 Menschen und gehe mit denen in den Wald oder muss halt, also der Auftrag ist zum Beispiel, ein Gebäude zurückzuerobern. Wir wissen nicht, befindet sich Feind im Gebäude, was sind die Rahmenbedingungen, die wir erwarten. Und ich schaffe es nicht, Menschen zu bewegen, indem ich sage, komm, wir gehen jetzt da rein und lassen uns überraschen, was passiert. Sondern was ich vorher machen muss, ist halt ein tiefes Level von Vertrauen aufzubauen als Führungskraft. Ich muss es schaffen, dass jeder und jede im Team sagt, ich lege mein Leben in die Hände meiner Kameraden und Kameradinnen. Und das funktioniert, wenn wir uns das mal ganz logisch nur im Kopf mal überlegen, das funktioniert Befehl und Gehorsam nicht, sondern da geht es darum, wirklich gute Beziehungen aufzubauen und Menschen da abzuholen, wo sie sind, Menschen zu erfassen, zu erleben, wirklich tiefe Beziehungen aufzubauen und auch zu gucken, wer hat denn welche Stärken, weil letztlich als Führungskraft in solchen Situationen muss ich ganz genau wissen, wer kann was am besten und wie kann ich Menschen so zusammenbringen, dass aus den Einzelstärken eine noch bessere Teamstärke wird. So, und das Ganze ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal das Ganze in den Wirtschaftskontext übersetzen, eigentlich fast 1:1 einzusetzen. Ne? Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen, gucken, wer hat welche Stärken und wie kann ich sie kombinieren. Ein eigentlich wundervoller Ansatz, der, glaube ich, in so ziemlich jedem Bereich funktioniert. Ja, ganz wichtig. Und was in diesem Kontext ja jetzt auch klar wird, wo du eben sagst, ne, wir müssen ein Haus stürmen, zurückerobern oder was auch immer oder auch sonst, also generell geht es dann eben beim Militär darum, ja, dass ganz leicht Leben gefährdet wird. Mhm. Ja, und was ich jetzt verstanden habe, ist, weil das so ist, ist der Vertrauenslevel und der Zusammenhalt noch viel, viel wichtiger, weil sonst die Menschen diesen Weg nicht mitgehen, weil sie sonst vielleicht eine Cover your ass, ich bleib mal da in der Ecke und lassen noch mal die anderen und so weiter, ne? Und die Geschichten. Und das sehen wir ja auch in der Wirtschaft. In der Wirtschaft wird es aber ja leicht so gemacht, dass, also wenn man eben nicht tiefer geht, dass man sagt, naja, es gibt ja Funktionen und Rollen. Mhm. Und was brauche ich, wenn ich ein Team brauche? Naja, dann brauche ich einen Projektmanager, dann brauche ich vielleicht 3 verschiedene Fertigkeiten, jeweils 2 Personen. Hm? So, und jeder macht seine Personen, zack. Ja, also seine Rolle und spielt die. Und was du jetzt aber ja signalisierst, ist, es, und das kenne ich genauso gut aus der Wirtschaft, es reicht ja nicht aus zu sagen, hier habe ich einen Zeichner, Also die theoretischen Fertigkeiten sind da, sondern es geht um die Person und wie sie die ausfüllen. Und das finde ich eben das Spannende, dass das über, also wenn ich das jetzt auch höre, über diese Dramatik der Konsequenz,
im Militär viel, viel offensichtlicher wird, als wenn ich jetzt darüber nachdenke, naja, dann lass uns doch mal, ich sag mal, so ein Vorbau für ein Haus konstruieren und dafür brauche ich Techniker, Zeichner, einen Architekten, pipapo. Und das wird schon halten, ne? Genau, ja. Ja, das ist, also ich meine, wer kennt nicht die Situation in irgendeinem Projekt, da heißt es, da kommt eine neue Aufgabe rein und es heißt, hier, das muss jemand übernehmen und zwei Drittel der Teammitglieder sagt, not my business. Ja, das ist nicht, also das muss jemand anders übernehmen, weil das ist nicht mein Kompetenzfeld. Wir kennen das spätestens aus, ich will nicht böse reden, aber wir kennen, ich glaube, die meisten kennen das vor allem aus dem Kontakt mit Behörden. Wenn es heißt so, ach, Sie wollen den und den Antrag stellen, dafür brauchen Sie bitte das und das Formular, das kriegen Sie aber nicht bei mir, das müssen Sie bei einem Kollegen holen. Ne? Also das ist so dieses Verantwortung abgeben. Und wenn wir überlegen, wenn es in extremen Situationen, wo es um Leben und Tod geht, da gibt es das nicht. Da heißt es, okay, deine Aufgabe, los geht's. Und dann sagt da kein, also es darf nicht passieren, dass da jemand sagt so, nö, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. So, weil das wird nicht funktionieren. Weil sich alle anderen im Team auch darauf verlassen, dass sie sich auf jemanden verlassen können. Und das ist eben auch eben, ja, es ist die Verantwortung letztlich der Führungskraft, das zu gestalten, dass halt alle auch committed sind zu dem Ziel, was sie haben. Ja, also auch eben, und das ist vielleicht bei der Bundeswehr tatsächlich ein bisschen einfacher als in Wirtschaftsunternehmen, Menschen mit dem großen Ziel zu connecten, wo sie merken, okay, das ist größer als ich selbst, das ist größer als unser Team. Wir haben einen Auftrag, der dient tatsächlich einem großen Ziel. Und ne, bei der Bundeswehr steht das ja seit, ich glaube, 2012 mit im Claim, wir dienen Deutschland. Ja, da steckt ja schon ganz viel drin. Ne? Wir als Gemeinschaft dienen für alle, für das Volk, ne? Am Ende Deutschland, für wen eigentlich? Nämlich für die gesamte Bevölkerung, für den Schutz der Sicherheit und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wichtiger Punkt, und das ist richtig, bei Firmen ist das vielleicht nicht immer so präsent und manche Firma weiß es auch selber nicht so genau oder nicht so festgeschrieben. Aber ich würde gerne noch bei einem anderen Punkt weiter nachfragen, weil ich glaube, da tun sich viele Menschen auch in der freien Wirtschaft schwer. Und zwar, wie finde ich denn nun am besten raus, was denn die wirklichen Fähigkeiten und Kompetenzen und Stärken der Mitarbeiter sind, wenn ich eben nicht nur auf der obersten Ebene bleibe und sage, naja, nach den formellen Rollen stelle ich das zusammen, sondern wie gehe ich denn da am besten tiefer? Was ist da deine Erfahrung? Also als Wirtschaftspsychologe muss ich auch da direkt nochmal einhaken, weil es für mich wichtig ist, nochmal zu unterscheiden Fähigkeiten und Stärken. Ja, also bei Fähigkeiten gucken wir halt vor allem auf Dinge, die habe ich gelernt. Das ist irgendwie, das habe ich mir angeeignet. Das sind einfach Fähigkeiten, die dazukommen. Stärken wiederum, in der Psychologie sprechen wir sogar gerne von Charakterstärken. Das sind Dinge, die, wenn ich sie tue, dann erfüllt mich das. Dann empfinde ich Freude damit. Dann gibt mir das vielleicht sogar Energie. Also es gibt, sind Dinge, die ich den ganzen Tag über machen kann, ohne am Ende des Tages ausgelaugt zu sein. Als konkretes Beispiel mal, ne? Ich persönlich kann zum Beispiel ziemlich gut Excel-Tabellen bauen mit Pivot und hast du nicht gesehen. Also letztlich Dinge, die, wenn man es mal verstanden hat, gar nicht so schwer sind, mit denen man aber Leute echt ziemlich beeindrucken kann. Wenn du mich jetzt aber daran setzt, den ganzen Tag Excel-Tabellen zu bauen, dann gehe ich abends nach Hause und bin ziemlich salopp gesagt am Arsch. So, und also das ist keine meiner Stärken. Das ist eine Fähigkeit, die ich erlernt habe im Laufe der Zeit, weil es irgendwie wichtig war an verschiedenen Stellen. Aber was mir zum Beispiel wirklich, mir persönlich wirklich Freude bereitet, wo ich wirklich Energie daraus ziehe, ist die Beziehungsgestaltung. Ja, also mit Menschen zusammenzukommen und eben genau auf der anderen Seite zu sein, zu gucken, was sind eigentlich Stärken von anderen. Und wie ich das am besten mache, ist, indem ich eben Beziehungen aufbaue, indem ich mit den Menschen in meinem Team in Kontakt bin, in direktem Kontakt, jeden Tag und immer wieder auch
Frage, was brauchst du von mir? Was, ne? Also, was kann ich tun, damit du deinen Job heute noch besser machen kannst als gestern? So, und wenn wir ein größeres Projekt haben, mal zu gucken, okay, was kannst du dazu beitragen? Ne? Was sind deine Stärken, die du hier einbringen kannst, damit das Projekt ein Erfolg wird? Dann habe ich nämlich gleichzeitig auch mit einem höheren Sinn verbunden, nämlich die Erreichung, sag mal, ne? Du weißt, was ich meine? Erreichung des Ziels. So. Ja. Und letztlich ist das eigentlich so, sind gleich zwei Dinge geschaffen. Ne? Ich habe Beziehungen gepflegt, aufgebaut, gestärkt. Ich habe Menschen eben auch genau da abgeholt, wo sie sind, nämlich zu gucken, wie kann ich wen am besten einbringen ins Projekt. Und als drittes noch, ich habe mit dem Ziel verbunden, wo jeder quasi sich angreifen kann und sagen kann, okay, da gehe ich mit, weil das gibt mir was. Sehr wertvoll. Ich habe das aus eigener Erfahrung sehr, sehr ähnlich gemacht. Und um jetzt nur einen Punkt rauszugreifen, diese Frage, was kann ich dafür tun, damit du deine Aufgabe besser erledigen kannst? Die finde ich sehr, sehr wertvoll, weil die macht klar, ich als Führungskraft bin dafür da, alle zu empowern, zu enablen und Dinge aus dem Weg zu räumen, die eben daran hindern. Ja, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben als Führungskraft und eben nicht von oben herab zu sagen, du machst es jetzt und du machst es nicht gut genug, also sieh mal zu. Ja, das ist eine ganz andere Haltung. Deswegen sehr, sehr schön, finde ich klasse. Ja, also wenn wir jetzt so, ich sag mal, in enger Beziehungsgestaltung das Team durch Fragen kennengelernt, durch wie kannst du in dem Projekt vielleicht deine Stärken am besten einsetzen und so. Ja, also so sehr viel Offenheit und sehr viel fördern. Dazu gehört ja auch nahbar zeigen als Führungskraft. Ne? Absolut. Dann haben wir eine stärkere Verbindung. Okay. Und da vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, ne, da ist es einfach auch total wichtig, als Führungskraft auch authentisch reinzugehen. Ne? Also ich sage auch gerne Authentizität, wirklich gnadenlos, das ist deine Superpower als Führungskraft, ne? Weil die Menschen müssen irgendwie die Möglichkeit haben, auch sich mit dir zu verbinden. Ne? Du musst also irgendwie auch die Möglichkeit bieten. Ne? Du musst auch mal verletzlich sein. Du musst halt schaffen, auch, dass die Leute dich wirklich als Mensch zu spüren kriegen und nicht nur als den Vorgesetzten, weil dann passiert nämlich genau das. Ich unterscheide auch immer gerne zwischen Vorgesetzten und Führungskraft, ne, weil der Vorgesetzte, der ist genau, was du eben beschrieben hast, ne, der verteilt Aufgaben, sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Eine richtig echte Führungskraft aus meiner Sicht ist halt jemand, der es schafft, sich als Mensch den Leuten halt zu präsentieren und auch mal verletzlich zu sein, auch mal zu sagen, okay, Leute, im Moment ist es mit den Deadlines irgendwie total eng und ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen, aber ich vertraue darauf, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Also auch da nicht nur zu sagen, keine Ahnung, ne, hilflos, ich weiß nicht, wie es geht, sondern auch zu sagen, okay, pass auf, ich sehe noch nicht so ganz, wie wir es schaffen, aber ich bin sehr sicher, dass wir und alle gemeinsam das schaffen. Und dann auch wieder die Frage, wie kann ich das mitgestalten, dass es klappen kann? Ja, wichtiger Punkt. Ich habe das so erlebt, dein Licht geht aus. Ich habe das so erlebt in der Krise, also das war dann Mitte 2020, wo ich war in der Luftfahrt als Führungskraft, Luftfahrt lag am Boden und wir waren beim Dienstleister, ja, also der als Letzte den Auftrag kriegt und so weiter. Und der Ausblick war nicht klar. Wir haben aus der Presse Hiobsbotschaften vom Kunden Airbus, Projektstornierung und so weiter. So, und der Bedarf der Mitarbeiter, dass wir uns als Führungskraft mitteilen und sie mitnehmen, der war so da. Und ich habe so gemerkt, aber die Geschäftsführung, die tun sich so schwer damit. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche das Team braucht das, dass ich mich zeige, dass ich sage,
Ich habe diese und diese und diese Pressemeldung gesehen. So schätze ich die Lage jetzt gerade ein. Wir sind noch lange nicht über dem Berg. Es wird dauern. Ja, also auch ganz real beim Namen nennen die Dinge. Aber ich stehe hier und wir planen das so und so und wir können nicht bis zum Ende sehen, aber so machen wir jetzt weiter. Mhm. Und das glaube ich, ja, also so eine Art von, auch ich als Führungskraft kann nicht bis zum Ende schauen. In einer chaotischen Situation wie so einer Krise, da kann das keiner. Ja, und das aber auch zuzugeben und damit zu zeigen, ich bin als Führungskraft nicht Gott, es beutelt mich auch. Ganz genau. Ja, ja, es tut mir auch weh, es war auch schwer für mich. Aber trotzdem, wir üben Zusammenhalt. Ja, genau. Und auch Zuversicht geben. Ne? Eben wie du sagst, ne? Also alle wissen, auch Führungskräfte sind Menschen. Auch Führungskräfte sind fehleranfällig. Ne? Menschen machen Fehler und Menschen sind manchmal unsicher. Und das Schlimmste, was du machen kannst als Führungskraft, ist, darüber hinwegzuspielen und so zu tun, als wäre alles schön. Weil das erzeugt in den Köpfen der Menschen auch irgendwie Widerstände. Ne? Sie merken, da tut jemand so, als wäre alles gut. Aber wir sind, ohne das wirklich bewusst zu haben, sind wir aber sehr sensibel für Schwingungen, die einfach da sind. Ne? Und wenn du nicht hundertprozentig dahinter stehen kannst, sicher zu sein, dann spüren das die Leute. Und das wiederum gräbt dein Vertrauen ab, ne? Weil du einfach dann versuchst, was anderes zu spiegeln, als da ist. Wenn du es aber schaffst zu sagen, okay, Leute, es ist gerade eng und ich weiß nicht, wo es hingeht. Das ist, wie du sagst, ne? Das ist meine Einschätzung. Es kann ganz anders kommen, aber ich glaube im Moment daran, dass es so ist. Lasst uns die nächsten Schritte machen. Weil auch das ist eine wichtige Sache, die Führungskräfte tun müssen. Das habe ich beim Bund gelernt. Du musst Entscheidungen treffen. Und egal, ob die gut sind oder nicht, ne, besser eine schlechte Entscheidung getroffen als gar keine. Weil in dieser, in der Leerheit werden Menschen unsicher. Das heißt also, wenn eine Entscheidung getroffen ist, gibt es was, woran sie festhalten können. Und dann gleichzeitig aber eben auch den Raum so zu öffnen, zu sagen, okay, Leute, das ist die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe oder die wir vielleicht als Team gemeinsam getroffen haben. Wenn es Gründe gibt, warum wir den Kurs ändern sollten, sagt mir das. Ich bin nicht, wie du sagst, ich bin nicht Gott, ich kann nicht alles wissen. Und wenn irgendjemand von euch bessere Informationen kriegt, dann lasst uns drüber sprechen. Also Feedback auch zu jeder Zeit in alle Richtungen. Das ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Ganz wichtig. Und du hast es mit Kurs, da kommt sofort bei mir das Bild Segeln im Sturm. Ja, wenn ein Segler, ein Captain im Sturm nicht die Entscheidung trifft, wie er jetzt wann gegen den Wind kreuzt, dann wird er einfach abgetrieben und landet nie am Ziel. Und im Sturm zu kreuzen heißt aber immer, ich mache ein Stückchen und dann gucke ich, wie weit ich abgetrieben wurde und dann treffe ich die nächste Entscheidung und dann treffe ich die nächste Entscheidung. Ich habe das Ziel fest im Blick, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme, aber ich habe meinen Methodenkoffer und ich habe mein Team und wenn die alle gut sind, dann weiß ich, wir sind in der Lage, dahin zu kommen. Ja. Und ich glaube, das geht uns manchmal in der Wirtschaft ein bisschen verloren, weil wir wollen ja immer so gerne dieses Durchgeplante, den Plan von vorne bis hinten, ja, und alle Risiken bekannt und ausgemerzt. Und das gibt es in solchen chaotischen Situationen einfach nicht. Und da hilft dieses Bild, glaube ich, sehr. Ja. Vielleicht kurz bevor wir weitermachen, es gibt, da muss ich kurz drüber lachen, einen Kommentar auf YouTube. Der wird automatisch entfernt, das kenne ich schon. Das ist irgendeine Werbung, irgendein Link. Aber ich mache mir den Spaß, es trotzdem zu zeigen. Anniko Beer schreibt, sehr interessante Ansätze. Offene Kommunikation ist so wichtig, auch um Vertrauen zu schaffen. Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt, Vertrauen. Du hast es erwähnt, Björn, eine der ganz, ganz wichtigen Basis, was wollte ich jetzt sagen, Basis, Eigenschaften oder Basis Notwendigkeiten in einem Team, sonst können wir nicht gut zusammenarbeiten. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, also Vertrauen ist sogar so mit die Basis, auf der alles aufbaut. Und auch hier nochmal zurück zur Authentizität. Ne? Also
Vertrauen und Verletzlichkeit wachsen gemeinsam. Ne? Und wenn ich es schaffe, beides zu stärken, dann schaffe ich damit eine Kultur, in der auch tatsächlich Fehler nicht mehr als so dieses absolut böse Ding gesehen werden. Das ist letztlich, auch das kennen, glaube ich, viele aus Projekten, dass irgendwo was schief läuft und dann versucht jemand, das ganz schnell zu fixen, bevor es irgendjemand anders merkt. So, und dann geht aber genau in der Situation geht unheimlich viel schief. Weil irgendwann stellt man fest, oh Scheiße, ich kriege das nicht mehr alleine gefixt, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann ist aber schon wahnsinnig viel wichtige Zeit verloren gegangen. Und wenn ich es aber schaffe, eben diesen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen einfach sicher fühlen, in dem alle Teammitglieder auch sagen, okay, Scheiße, ich habe Mist gebaut, hier ist was schiefgegangen und ich gehe jetzt direkt zu den anderen und gebe es zu, ne? Weil ich weiß, anstatt dass mir der Kopf abgerissen wird, setzen wir uns zusammen und gucken, wie die beste Lösung dafür aussieht. Und dafür braucht es einfach eben Vertrauen zueinander. Es braucht die Möglichkeit, verletzlich zu sein. Und dafür muss es einfach das Beispiel der Führungskraft geben, die genau das vorlebt. Denn nur so kann es gemeinsam wirklich wachsen. Das Schwierige ist, verletzlich Vertrauen oder Verletzlichkeit ist beides ziemlich schnell einfach wieder hin. Und wir fangen wieder ganz von vorne an. Und einmal verletztes Vertrauen ist noch viel schwerer zu fixen, als neues aufzubauen. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, du hast gesagt, genau das zu leben. Ja, wenn ich als Führungskraft jeden Tag das lebe, was meine Werte sind und jeden Tag auf Vertrauen, Authentizität, Nahbarkeit einzahle, ja, und Fehler zugebe, mich entschuldige für Fehler, dann habe ich eine Chance, dass ein Fehltritt eben das Vertrauen nicht komplett zerstört oder ich es eben wieder aufbauen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mir fällt dazu ein, vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel aus dem militärischen Umfeld. Ich weiß aus der Luftfahrt, die Luftfahrt ist ja bekannt dadurch, dass sie so wahnsinnig sicher ist. Ja, also statistisch gesehen gibt es ja ganz, ganz wenige Unfälle. Und was ich weiß, ist, dass das wichtigste Prinzip darauf ist, Checklisten durchgehen und offen kommunizieren, ständig. Ich mache jetzt das, sodass immer ein anderer die Möglichkeit hat zu sagen, Moment mal, also sofort, während es getan wird, sofort zu erkennen, da ist jetzt gerade was schiefgelaufen und eben auf gar keinen Fall etwas unter dem Deckel zu halten. Und das ist, glaube ich, sind die zwei wichtigsten Prinzipien in der Luftfahrt, die dazu führen, dass es so wenige Unfälle gibt. Gibt es im Militärischen da was Vergleichbares? Sei. Erste, was mir spontan einfällt, ist so Befehlsweitergabe. Ne? Also Befehl ist jetzt ein bisschen größer als das, was die meisten im Kopf haben. Ne? Ich stehe vor dir mit dem Zeigefinger und sage, du musst jetzt das machen. Beim Militär nennen wir es Befehl von dem Moment an, wo irgendwas runtergeschrieben ist, auf Kommandoebene, was halt in die Einheiten gegeben wird, was als nächstes zu tun ist. Ne? Auch Beispiel, wir haben, keine Ahnung, ein Atomkraftwerk zu verteidigen. Dafür gibt es dann von höchster Stelle einen Befehl, wie das Ganze auszusehen hat, wo alles drinsteht, wie es um uns außenrum aussieht, wo vielleicht verbündete Kräfte sind, wo was auch immer. Wenn es aber dann, also dieser Befehl wird weiter runtergegeben durch die Ebenen hinweg. Und das Spannende, was passiert ist, auf jeder Ebene wird gefiltert, was ist für die nächstniedrigere Ebene eigentlich relevant. Mhm. Also für meine Gruppe von 12 Leuten, die jetzt genau in einem Bereich von A nach B eingesetzt ist, ist gar nicht relevant, dass in 15 Kilometer Entfernung was auch immer noch steht. Ne? So. Das interessiert nicht, sondern was auf unserer Ebene interessant ist, wer ist links, wer ist rechts neben uns? Ne? Damit wir auch da wieder das Vertrauen haben, okay, wir sind safe. Wir sind in einem Kreis von einer Einheit, die zusammen agieren. Das heißt also letztlich, um halt da auch Fehler zu minimieren,
wird halt gefiltert, welche Informationen sind auf welcher Ebene wichtig, was gebe ich weiter. Und dann ist es relativ gut strukturiert, ne? Dann heißt es halt, okay, pass auf, das ist unsere Lage, so sieht es aus um uns rum. Das ist unser Auftrag, also dafür sind wir hier, auch hier noch wieder, ne? Verbindung zum höheren Ziel. Und das ist das, wie wir es machen werden in folgenden Dingen. Dafür haben wir Unterstützung von unseren Nachbarn, Technik, was auch immer. So, das heißt also, es ist sehr strukturiert, sodass am Ende eigentlich auch jeder weiß, was zu tun ist und was auch nicht zu tun ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, auch da klar zu machen, okay, das sind Aufgaben und das sind Aufgaben, die wir genau nicht tun. Und auch zu wissen, da sind die Leute, auf die wir uns verlassen können, da haben wir Verbindung zu denen. Und auch natürlich, was ist die erwartete Feindlage irgendwie, ne? Ja. Oftmals, also ich komme aus der Luftwaffe, ne? da ist halt ein anderes Vorgehen als im Heer, wo man sagt, okay, Heer ist an vorderster Front, die Luftwaffe ist eher eigentlich auf eigenem Gebiet und verteidigt entweder wichtige strategische Punkte oder eben holt die wieder zurück. Was ich da gerade wichtig rauslese und der Transfer in die Wirtschaft, also aus meiner Sicht ist eben die Kommunikation von oben nach unten ist enorm wichtig. Und ich glaube, das hat mindestens zwei Aspekte und die werden auch häufig durchaus mal vernachlässigt. Das eine ist, was konkret heißt das für uns? Ja, also dass ein Chef nicht einfach nur durchreicht, auch filtert und was heißt das für uns im Prinzip daraus macht. Das ist das eine. Und das zweite ist aber auch, die grobe Lage oder ein Strategiewechsel oder so etwas auch zu kommunizieren, ja, weil wenn ich erwarte als Führungskraft, dass eine Eigenständigkeit bei den Mitarbeitern ist, dass sie mitdenken, dass sie mir mal ein Feedback geben und so weiter, dann ist das immer nur möglich in dem Kontext, den sie kennen. Ja, und wenn sie irgendwie, ich sag mal, blind auf Subprojektebene 3 rumlaufen, ja, wie sollen sie dann ein Feedback geben dazu, dass das Subprojekt vielleicht der Firmenmission nicht so beiträgt, wie es könnte, weil sie das da gar nicht eingebunden sind. Ja, ganz genau. Und das auch, du kannst das ja auch auf Kundenseite übertragen, ne? Wenn ein neues Projekt reinkommt, dem Team auch klar zu machen, okay, guck mal, der Kunde hat Folgendes vor. Vielleicht, keine Ahnung, Wechsel im Branding. Ne? Dafür brauchen wir ein neues Design. Ne? Zu sagen, okay, Kunde hat Folgendes vor. Das ist das Ziel. Das wollen wir erreichen. Dafür wollen wir ein neues Design erstellen. Dafür ist es eben wichtig, an folgenden Punkten, Website, was auch immer, hier und da, ne, das zu erarbeiten. Und so bekommt halt jeder auch das Bild, was er braucht. Ja, so, jetzt haben wir eine ganze Zeit über das Thema Militär und was sind gleich sind ähnliche Dinge oder wie ist ein Transfer möglich und so weiter gesprochen. Und ich glaube, es ist Zeit, jetzt den Weg da rauszunehmen und zu fragen, was willst du bei Leadership weiterentwickeln? Was sind die typischen Themen, wo du deinen Coaches eben weiterhilfst und wo liegt eigentlich das, wo du sagst, wenn ich das erreichen kann, dann fängt es an, so wahnsinnig Spaß zu machen und das ist meine Sinnerfüllung. Also zum einen habe ich da eine größere Sache im Kopf. Das Problem, was ich in der Wirtschaft sehe, ist, dass wir ganz oft uns Experten nehmen, und damit sie die nächste Karrierestufe erreichen können, müssen sie Führungskraft werden. Und das ist, finde ich, ein wesentliches Problem, was wir haben, weil letztlich jemand ist Experte im Bereich, weil er oder sie sich besonders gut genau in diesen Bereich eindenken kann und ist vielleicht gar nicht so sehr daran interessiert, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und weiß auch gar nicht, wie das geht. Also letztlich stecken hier zwei große Probleme drin. Ne? Wir nehmen einmal jemanden das weg, was er oder sie gerne macht, geben ihm oder ihr Themen, die vielleicht nicht so gerne gemacht werden, und obendrauf kommt noch, sie wurden dafür nicht ausgebildet. Ne? So, und das große Problem, was ich sehe, ist, du brauchst als
Fachexperte ein anderes Skillset als Führungskraft. Als Führungskraft brauchst du vor allem soziale Skills, ne? Also wie kann ich Beziehungen aufbauen? Wie kann ich all das fördern? Und das ist vielleicht jetzt für Experten, vielleicht nehmen wir mal ein extremes Beispiel, Programmierer, die sich in sehr komplexe, sehr umfangreiche Probleme eindenken können. Das heißt, sie sind halt da sehr fokussiert mit ihrem Wissen. Als Führungskraft brauchst du aber eigentlich ein sehr weites Spektrum, um halt viel erfassen zu können. So, das heißt also, das ist was, wo ich gerne hätte, dass wir das schaffen, das zu verändern, dass man sagt, okay, Experten werden in ihrem Bereich gestärkt und können Karriere machen, ohne Führungskraft werden zu müssen. Gleichzeitig haben wir Führungskräfte, die halt genau darin richtig gut sind und die halt Erfüllung darin sehen, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und, wichtiger Punkt und auch diese bewusste Entscheidung, also weder von jemandem aufgedrückt, du bist so gut, du musst Führungskraft werden oder so, sondern dass unterschieden wird, als auch, dass die Person selber, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man einem klar wird, was ist denn das andere an Führungskraft als Experte mit ein bisschen Verantwortung, ne? Ja, genau. So, und das ist halt so das, was du vorhin auch schon mal einmal in einem Nebensatz kurz angesprochen hast, ne? Empowerment ist für mich das wichtige Schlagwort, ne? Wir müssen es schaffen, dass jeder und jede im eigenen Bereich einfach stark wird. Und eine der wesentlichen Aufgaben, die ich in der Führung sehe, ist, zu gucken, wie werden Menschen in dem, was sie tun, nicht nur gut, sondern exzellent. Und das heißt auch natürlich besser als die Führungskraft. Also das muss eigentlich mein Bestreben sein, dass jeder und jede im eigenen Fachbereich besser ist als ich selber. Weil sind wir ehrlich, wenn wir ein Projekt ganzheitlich betrachten und jeden Bereich in Expertise betrachten, wie soll ich das denn alles können? Das funktioniert doch gar nicht. Das heißt also, meine Aufgabe als Führungskraft ist es, zu gucken, dass alle exzellent werden in dem, was sie tun, besser sind als ich. Und ich habe den Überblick, wer ist denn der Experte wofür und wen kann ich wie am besten einsetzen und wie kann das Team gemeinsam agieren, dass es noch besser wird. So, und da, um deine Frage zu beantworten, genau da, finde ich, fängt nämlich auch der Spaß im Coaching an, halt mit Führungskräften da reinzugehen und zu sagen, okay, was kann ich denn tun? Zum einen, wie kann ich es schaffen, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen? Wie kann ich es schaffen, um hier vielleicht mal wieder Fachbegriffe zu benutzen, psychologische Sicherheit zu erzeugen? Ja. Ne, das ist so der Rahmen, in dem sich Menschen bewegen. Wenn sie sich sicher fühlen, dann kommen da nämlich ganz viele Dinge einfach mit einher. Sie bringen sich selber mehr ein, sie sind motivierter, produktiver, sie denken selber mit. Weil ich glaube, heute gehen in Unternehmen ganz viele, also es geht ganz viel Potenzial verloren, einfach dadurch, dass Menschen nicht die Rahmenbedingungen haben, dass sie richtig frei leben können. Also auch durch die Sicherheit entsteht Freiheit im Kopf, Kreativität wird gefördert. Und plötzlich kommen Ideen, die vielleicht vorher nicht gekommen sind. Und man kann gemeinsam eben Ideen auch weiterentwickeln. Und Führungskräfte da, ich sag mal, im Kopf so ein Stück weit zu lockern, zu merken, okay, es ist genau diese Rahmenbedingungen sind eigentlich das, was ich machen will und was ich erzeugen will. Ich verstehe mich selber als Brückenbauer zwischen den Bedürfnissen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch Kunde und Kundin und eben dem Unternehmen. Und in diesem Dreiergespann halt zu agieren und zu sagen, okay, ich habe hier Spaß dran, genau das alles zu erzeugen und eben diese Sicherheit für meine Mitarbeiterinnen zu schaffen, dass halt alle in ihren Stärken arbeiten und aufblühen können. Klasse. Ich muss trotzdem einmal noch nachfragen. Und zwar, was ist der Moment im Coaching-Prozess, vielleicht fällt dir auch eine Mini-Story dazu ein, wo du sagst, da hat es Klick gemacht oder entweder bei dir oder beim Coachee, wo du sagst, und genau deswegen mache ich das Ganze, weil das ist das, wo es echt drauf ankommt. Also vielleicht, um es veranschaulicher zu machen, eine kleine Story aus meinem Ausflug ins Brandmanagement.
Der Prozess war da so, dass letztlich eigentlich Aufträge von Kunden reinkamen. Es gab ein Meeting mit Senior, mit Projektmanager und den Kunden. Und dann ist der Projektmanager losgezogen, zu den Designern gelaufen, hat da gesagt, okay, Kunde hat das und das vor. Wir müssen das und das Design machen. Legt mal los. Dann kamen Designer irgendwann zurück, haben gesagt, okay, hier ist das fertige Design. Projektmanager stellt es dem Kunden vor. Und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch. Hier geht ganz viel verloren, schon allein an Informationen, weil ich Dinge anders verstehe als Designer, weil ich gar nicht den Blick habe, den Designer haben. Also habe ich gesagt, okay, schon ins erste Meeting mit dem Kunden nehme ich meine Designer mit. Zumindest mal den einen, der am Ende den Hut auf hat fürs Design. Mhm. So, wenigstens den. Besser aber eigentlich das ganze Team. So. Auf der einen Seite, das hat nicht direkt beim ersten Meeting geklappt, ne? Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, sie entwickeln sich, ne? Das Vertrauen steigt. Da musste ich sie ja auch erstmal rausholen, dass sie halt auch mal ein bisschen aus sich selber rauskommen und auch sich selbst zutrauen, dem Kunden gegenüber auch mal was zu sagen. Mhm. Ja, das heißt, nach ein paar Meetings sind wir in die Situation gekommen, dass, wenn der Kunde einen Wunsch geäußert hat, manchmal dann der Designer kam, das wird nicht funktionieren. Mhm. Aus folgenden Gründen, A, B, C. Aber ich habe jetzt spontan schon mal eine Idee, wie es besser geht. Mhm. So, das heißt, wir haben hier schon mal den direkten Dialog geschaffen. Ich habe gleichzeitig mein Team empowered, ne, hab ihnen auch Stärke gegeben an einer Stelle, die sie vielleicht vorher selber gar nicht gesehen haben. Das Design wurde besser, wir waren schneller fertig, Kunde war am Ende zufriedener, weil seine Wünsche 1:1 direkt umgesetzt werden konnten und er gleichzeitig auch gemerkt hat, hey, ich werde hier richtig gut beraten, weil auch die Ideen, die ich habe, die nicht funktionieren, werden sofort angesprochen. Und am Ende des Projektes, anstatt mir eine Stunde erklären zu lassen, was Designer sich bei den Entwürfen gedacht hat, die ich dann dem Kunden vorstelle, habe ich meinen Designer gefragt, sag mal, du hast das Design gemacht, du hast die Präsentation gemacht, traust du dir zu, das auch vorzustellen? Ja, kann ich machen. Also sind wir in die Präsentation gegangen, Designer hat es vorgestellt und anstatt Nachfragen vom Kunden über mich, ich drehe mich um und frage nach, ging die Frage direkt an den Designer und er konnte sie natürlich viel besser erklären als ich. Mhm. So, das heißt also auch hier wieder höhere Kundenzufriedenheit, weil jede Frage direkt ohne Zwischenschritt beantwortet werden konnte. Die Expertise, die dargestellt werden konnte im Design, war viel höher, weil es vom Profi erzählt wird. Und wir sind viel schneller zur Einigung gekommen. Das heißt, wir haben insgesamt den ganzen Prozess deutlich verkürzt, effizienter gemacht. Ich habe Leute empowert, Kunden sind zufriedener. So, das als kleines Beispiel. Und wenn halt, also was ich gerne, also was ich mit Klienten halt mache, ist eben in ja solche Denkweisen reinzukommen. Auch wie kann ich denn das Ganze effizienter gestalten, zusammen mit meinem Team? Das ist einfach eigentlich für mich immer das Wichtige, zusammen mit dem Team. Nicht ich entscheide, wie es besser geht, sondern ich setze mich mit dem Team zusammen, wie klappt es insgesamt besser? Ne? Was auch immer wieder mit einzubeziehen, was sind eure Ideen dazu? Ja, und dann eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen halt tatsächlich Dialog besser klappt, in denen Menschen empowered werden, in denen halt insgesamt ein Uplift entsteht vom gesamten Team. Wichtige Punkte und klasse Beispiel, auch wie es eben möglich ist, Projekte viel, viel effektiver durchzuführen und dabei zu empowern. Ja, fand ich sehr schön. Danke dir. So, jetzt haben wir schon interessanterweise 44 Minuten live. Erstaunlich lang. So, jetzt, ich versuche mich einmal an einer Zusammenfassung, nicht so easy. Worüber haben wir gesprochen? Also als erstes war eben die spannende Frage, wie ist denn die Haltung der Führung im Militär? So, und ich habe da zwei Dinge daraus mitgenommen. Das eine ist, ja, in der Grundausbildung müssen Grenzen erfahren und ausgelotet werden, damit jeder Mensch weiß, wie er sich in Grenzsituationen verhält. Also da gibt es auch schon eine gewisse Härte. Aber
was danach folgt und was die Haltung im Militär ist, ist dann doch eine, die sehr auf Verbundenheit, jeden Einzelnen mit seinen Stärken sehen und so ein Team zusammenstellen, was sich eben vertraut. Und das und alle das Ziel kennen. Und das war für mich in dieser Form neu und auch sehr wertvoll, das kennenzulernen. Das war die Nummer eins. Nummer zwei ist, wir haben uns angeschaut, was gibt es so für Parallelen zwischen Wirtschaft und Militär und wo könnte man es lernen, haben so zwei Dinge auf jeden Fall festgestellt. Das eine ist, mit dem dramatischen Ergebnis, wenn was schiefläuft im Militär, ja, wird auch klarer sichtbar, warum das denn so wichtig ist. Mhm. Ja, und es nicht nur darum geht jetzt, naja, ist ja klar, ne, hier ist ein Zeichner, da ist das, also die Qualifikationen zu verteilen, sondern die menschlichen Stärken eben zu arbeiten. Und das Zweite war eben, dass du gesagt hast, ja, ich mache das im Wesentlichen, indem ich offen, authentisch, nahbar bin und Fragen stelle. Mhm. Ja, darüber lerne ich das Team kennen und darüber kann ich es optimal einbinden. Mhm. Ja, und dann haben wir jetzt eben zum Schluss das Thema, wie geht das jetzt ins Coaching rein und was willst du bewirken? Mhm. Und da habe ich jetzt so mitgenommen, im Wesentlichen die Coaches dazu ermuntern, eben diese Rolle des ich schaffe psychologische Sicherheit, ich schaffe Vertrauen, ich gehe auf die Mitarbeiter ein, ich frage nach, ich hole mir Inputs aus dem Team, ich gebe auch mal Inputs, wie zum Beispiel in deinem Projekt, lass uns doch mal den Designer mitnehmen, vielleicht wäre er nicht auf die Idee gekommen. Ja, und so ein wertschätzendes und wertschöpfendes Miteinander zu gestalten, das wäre so meine Zusammenfassung. Und jetzt möchte ich sehr, sehr gerne das letzte Wort an dich geben, Björn. Einmal mit einem, hast du noch was dazu zu ergänzen? Und als zweites, ein Schlussstatement, was auch immer noch wichtig ist für alle, die zuhören. Ja, also vielleicht auch noch mal ganz kurz noch mal irgendwie ein paar Zahlen zu nennen. Ne? Also psychologische Sicherheit ist einfach total wichtig, weil letztlich arbeiten Menschen heute gut 50% mehr zusammen als noch vor 20 Jahren. Das heißt also, Wertschöpfung entsteht heute nicht mehr durch effizientere Prozessgestaltung, sondern vor allem dadurch, dass Menschen zusammenkommen und aus dem, was sie wissen, was Neues kreieren. Das heißt, dafür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die genau das begünstigen. Und da sind wir mit Management-Tools einfach leider nicht mehr zeitgemäß unterwegs. So, das ist so die Message, die ich gerne mitgeben will. Ne? Liebe Leute, liebe Unternehmen, fangt an, darüber nachzudenken, wie können wir mehr gute Prozesse gestalten, in denen Menschen zusammenkommen und gemeinsam kreieren können, anstatt zu überlegen, wie können wir noch mehr aus den Leuten rauspressen. Also wie können wir in weniger Arbeitszeit, also das ist der positive Nebeneffekt. Wenn Leute nämlich kreativ zusammenarbeiten, kommt in kürzerer Zeit mehr Ergebnis dabei raus. Und liebe Leute, das ist doch das, was ihr als Unternehmen alle wollt. Weniger Input und mehr Output. So, das heißt also, mit mehr Menschlichkeit schaffe ich genau das, was eigentlich betriebswirtschaftlich gewollt ist. So, und letztlich wesentliche Punkte für mich sind eben Vertrauen, Wertschätzung, Empowerment, Authentizität. So, wenn ich diese Schlagworte hier nochmal in den Raum werfen darf, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung auch für das, worüber wir die letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben. Und ich möchte gerne, dass möglichst viele Leute möglichst gut davon profitieren. Deswegen arbeite ich im Moment sehr stark daran, auch, ich nenne es gerne, eine virtuelle Tafelrunde zu kreieren, in der Führungskräfte und UnternehmerInnen zusammenkommen können, indem sie gemeinsam über Probleme, über auch positive Dinge, über Erfolge sprechen können. Und wo ich im Grunde genommen diesen Raum gestalten kann, sie alle an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam wachsen. So, das heißt, wenn also da irgendwie jemand Interesse dran hat, dann gerne einfach melden. Ich stelle diesen Raum gerne zur Verfügung.
Ja, klasse, vielen Dank. Ich glaube, du erwähnst es und viele benutzen heute das Stichwort Co-Creation dafür. Und ich finde es auch ein wunderbares Stichwort, weil es einfach so in diesem einen zusammengesetzten Wort schon klar macht, dass es eben um Kreation aus den Köpfen und Herzen von vielen, vielen Teilnehmern geht. Und genau, diese Masterclass, die du da anbietest, ist eben einfach ein Raum und eine Möglichkeit dafür. Und ich glaube, dass das in Zukunft immer mehr wird, dass wir feststellen, wir brauchen diese Co-Creation. Und mal ist es vielleicht nur zu zweit eher ein Sparring, aber ich glaube, in vielen Fällen ist es hilfreich, in diese größere Gruppe zu gehen und da dann mal zu sehen, ach Mensch, der eine hat ja genau das gleiche Problem oder der eine hat das gerade gelöst oder wie auch immer. Es gibt immer etwas in solchen Zusammenkünften, wo jeder von profitieren kann. Genau, und ich glaube eben genau, das ist auch ein wirklich wesentlich wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast, zu merken, ich bin gar nicht alleine. Andere haben die gleichen Herausforderungen und wie du sagst, andere haben vielleicht schon eine Lösung gefunden und wir können uns austauschen. Und ich meine, ich hab 10 Jahre lang Führung gelebt, ja. Vielleicht habe ich die Herausforderungen, die manche heute haben, schon vor ein paar Jahren gelöst. Das heißt, im Grunde genommen können wir gemeinsam mal die Köpfe zusammenstecken, gucken, was könnte eine mögliche Lösung sein und dann auch zu überlegen, kann ich das vielleicht auf meine ganz persönliche Herausforderung übertragen? Ne? Weil auch das natürlich nicht jede Lösung funktioniert für alle, sondern da vielleicht auch dann einfach nur allein in dieses Gedankenexperiment reinzukommen, okay, das wurde so gelöst. Kann das für mich auch funktionieren? Und vielleicht kommt eine ganz andere Lösung dabei raus, aber es hat vielleicht genau diesen Impuls gebraucht, um auf die Idee zu kommen. Klasse. So, lieber Björn, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben es ein bisschen länglich gemacht. Ich hoffe, das ist für alle Zuschauer okay. Ich glaube aber, es waren wirklich wichtige Punkte da drin. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch so geführt haben. Und liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das ist ja spannend, der Björn, der bringt diese beiden Welten mit und zusammen, also das Militärische und die Führung eben auch in der Wirtschaft. Und auch als Mensch ist das ja ein wunderbar spannendes Setup, ja, ein herzlicher Mensch, der aber auch analytisch kann. Ja, also das sind wunderbare Zusammensetzungen. Dann kontaktiert ihn doch einfach zur Mastermind. Ich denke mal, du kannst ja noch einen Link einfach mal hier als Kommentar noch mit reinposten für die, die es direkt interessiert. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank. Euer Lunch ist bestimmt jetzt auch zu Ende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ciao. für die Einladung, Kai. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.